Und damit willkommen zu einer neuen Aufnahme für das Spiel oder aus dem Spiel Farming Simulator oder Landwirtschaftssimulator 2019 oder 19. Diesmal mit dem Thema, wie sieht's aus mit den Eiern in Felsbrunn? Ich habe hier mal einen Versuchsaufbau gemacht, sprich einen kleinen Hühnerstall hingestellt, vollgepackt mit Hühnern und ein paar Hähnen. Die waren auch schon relativ fleißig, jetzt in der Zeit, wo das Ding steht, sprich wir haben hier zwei Pakete. Und jetzt die Frage, wohin damit? Wohin mit den Eiern? Wir gehen jetzt dazu zuallererst mal in die Preisübersicht. Denn wir wollen ja erstmal herausfinden, wer zahlt am meisten für die Eier. Ich scrolle dazu ganz nach rechts, beziehungsweise so weit, bis mir dieses Eiersymbol hier entgegenkommt. Dort kann ich dann das Ganze natürlich dann nochmal sortieren, so dass mir der beste Preis angezeigt wird. In diesem Fall zahlt Getreidespeicher Ost am meisten. Und hier kann ich dann auch gleich eine Wegmarkierung setzen, indem ich hier auf dieses komische Symbol doppelklicke. Hat den Vorteil, ich weiß, wo ungefähr ich hinfahren muss. Ja. Klicke ich dann hier noch auf die Karte, sehe ich dann von vornherein schon mal, in welche Richtung ich muss. Sprich, oder beziehungsweise ich sehe, Getreidespeicher Ost blinkt hier schön vor sich hin. Da muss ich hinfahren. Genau. Das heißt, wir werden jetzt diese Strecke einfach mal da hinfahren und mal unsere Eier abliefern. Das Schöne ist ja, in diesem Fall, dass in der kleinen Karte links unten dieses eine Symbol auch schön vor sich hin blinkt. Das heißt, ich kann, oder ich weiß immer im Prinzip, in welche Richtung ich muss. Heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht verfahren kann. Kann immer noch passieren, aber ich habe eine grobe Richtung. Ansonsten kann ich ja mit 9 immer noch schön die Karte ganz groß machen. Ja, ich bin natürlich wieder schneller wie alle anderen. Ich habe jetzt zwar nur zwei Pakete, aber ich denke mal, das wird sich dann auch schon lohnen. Jetzt muss ich hier rein. Das ist halt nur ein schönes Stück, vielleicht hätte ich doch ein anderes Fahrzeug nehmen sollen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da können wir ein bisschen die Gegend erkunden. Aber vom Prinzip her ist es einfach. Wenn man es dann weiß. Kreisverkehr. Wir wollen uns mal die Straßenverkehrsordnung halten. Die richtige Ausfahrt nehmen. Richtig in den Kreisverkehr fahren. Dann müssen wir hier rein. Ja, okay. Wie war das mit der Straßenverkehrsordnung? Anders hier. Aber da sehen wir schon den Getreidespeicher Ost. Sollte mir vielleicht mal ein Lenkrad zulegen. So. Die Abladestelle. Ironischerweise genauso wie für das Getreide. Sprich, wir fahren auf diese Plattform hier drauf, wo wir eigentlich regulär unser Getreide abliefern. Und dann werden unsere Eier automatisch abgezogen. Wie gesagt, wenn ihr am Anfang des Videos nochmal reinschaut, seht ihr, dass hier die Pakete waren. Jetzt sind sie weg, jetzt nachdem wir hier auf die Plattform gefahren sind. Das war's im Prinzip schon. Solltet ihr natürlich noch Fragen, Anregungen, Wünsche haben, schreibt es mir in den Kommentaren, in die Kommentare. Vielleicht verstopft, da bin ich eben irgendwie neben dran heute. Ansonsten würde ich mich natürlich über Daumen und ein Abo freuen. Bis dahin, einen wunderschönen Tag.